Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Ballone, um Heißluftballone oder Fesselballone. Ich befinde mich hier in der Nähe der unterfränkischen Hauptstadt Würzburg, in einem eher ländlichen Gebiet hier. Und ihr seht es vielleicht im Hintergrund, da ist ein kleines Flugfeld, ein kleiner Flugplatz, auf dem der hier ansässige Fallschirmsportverein in diesen Tagen einen Heißluftwettkampf ausführt. Das Ganze nennt sich Paraballooning. Hintergrund des Ganzen ist, dass praktisch ein Team bestehend aus einem Heißluftballon und einem Fallschirmspringer bestimmte Aufgaben erfüllen müssen. Der Fallschirmspringer muss zum Beispiel aus einer bestimmten Höhe oder aus großer Höhe eine bestimmte Bodenmarke erreichen, also zielgenau abspringen, wohingegen der Ballonfahrer seinerseits auf gewissen oder in gewissen Höhen bestimmte Aufgaben erfüllen muss. Heute ist der erste Tag, das heißt, die Ballonfahrer treffen jetzt hier an der Örtlichkeit ein und wollen aber, heute ist Freitag, der 2.6., jetzt ist es 18.55 Uhr und die eingetroffenen Ballonfahrer, die werden jetzt, ob sie alle fahren, weiß ich nicht, aber zumindest ein Teil wird heute Abend noch eine Ballonfahrt unternehmen. Man sieht es vielleicht auch im Hintergrund, da wird gerade ein Heißluftballon in Stellung gebracht. Das heißt, ich denke mal, dass in Kürze dieser Ballon auch starten wird und fahren wird. Ich werde versuchen, hier mit meinem Sigma 150-600 paar Fotos zu schießen. Ich zeige euch dann auch im Nachhinein, ob und welche Fotos dabei zustande gekommen sind. In diesem Sinne dann, bis später. Ja, trotz der Uhrzeit 19:37 kommt mir hier immer noch ziemlich in Schwitzen. Ich denke, ich habe ein paar einigermaßen brauchbare Aufnahmen zustande gebracht mit dem Sigma und mit der G70. Ich werde jetzt langsam hier zusammenpacken. Morgen ist geplant das sogenannte Ballonglühen. Das heißt, sämtliche Ballonfahrer werden ihre Ballone also mit Heißluft füllen und wenn dann die Sonne verschwunden ist, ich denke mal so 21:30 Uhr, werden also alle Ballonfahrer den Bunsenbrenner dann
aufheizen und so Vollgas geben, würde ich mal behaupten, und so, dass praktisch alle Ballone dann richtig schön leuchten. Und das werde ich versuchen, auf jeden Fall auf Video und Foto festzuhalten. Und ja, werde euch das ein oder andere dann natürlich auch zeigen, hier auf dem Kanal oder auch auf meinem Blog. Und ja, hoffe, es wird ein bisschen interessant in diesem Sinne. Ich packe zusammen, mache mich auf dem Heimweg und morgen hier an selber Stelle zu etwas späterer Stunde. Bis dann. Ciao.